Zeit wieder für einen neuen Vlog. Wir sind total gut drauf, warum auch immer. Es ist gerade mal kurz vor 5 Uhr morgens. Aber wir sind happy, weil wir fliegen jetzt gleich nach Mallorca. Jetzt fahren wir aufs Taxi. Wir haben schon alles gepackt, wie man hier also sehen kann. Alles gepackt und aufgeräumt. Also zumindest ein bisschen. Das ist der Flug mit diesen sexy Masken. Ja, die Masken sind ja mittlerweile schon Standard. Wir waren jetzt 1,5 Jahre nicht im Urlaub. Das ist richtig krass und freuen uns jetzt derbe, dass wir nach Mallorca kommen. Das Taxi wartet auch schon. Das heißt, wir gehen jetzt gleich mal runter und dann geht's Richtung Flughafen. Sehr gut. Jetzt geht's los. Schon da am Flughafen. Ging jetzt ratzfatz. Wunderbar, vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Danke, ich mal weiß nicht. Geschafft, euch noch die Masken auf, deswegen alles nähere gleich. Ja. Wo ist das Auto? Ja. Wo steht der Bolide? Bestimmt in die andere Richtung. Ich gucke aber nochmal hier. Sieht nicht so aus. Andere Richtung. GH, ich dachte FG. Nee, GH. Ach so, ja, dann müssen wir doch da lang. Auf der Suche nach dem Auto. Immer noch nicht gefunden. Da ist er doch vielleicht, oder? Nee, was ist das? Ach, Nummernschild suchen ist schwierig. Also sind wir auf der 3. Etage auch? Ich denke schon, ja. Sind wir vorbeigelaufen, ne? Ja, wir sind hier links gelaufen, anstatt hier geradeaus. Da ist er. Was ein Gerät. So, jetzt haben wir es geschafft. Wie sieht denn mein Gesicht aus von der Maske? Hier nach dem Urlaub, hier alles weiß, hier alles braun. So, Haare liegen, ist alles und fliegt. Prima. Ja, High Five. Klein, aber fein, würde ich sagen. Ja, last minute haben wir dann uns gegönnt. Ja, gut, das war wirklich last minute. Das ist einfach krass, weil wir sind ja heute Morgen geflogen. Gestern haben wir dann geschaut nach einem Mietwagen. Hört sich erstmal an, okay, warum guckt ihr erst gestern? Aber es hing natürlich damit zusammen, dass noch gar nicht klar war, wie lange du jetzt auch noch bleibst. Ne? Ich wäre ja mit meinen Jungs bis zum 24. geblieben. Die kommen aber jetzt nicht. Das heißt, du bleibst dann jetzt auch bis zum 24. Ne? Ja. Und deswegen haben wir jetzt dann den Mietwagen erst gestern gebucht. Vorgestern war der Preis auf was war der Preis? Auf 35 Euro pro Tag, glaube ich, oder sowas. Für so einen kleinen Wagen, Fiat 500 oder sowas. Und gestern war der Preis auf, keine Ahnung, was gestiegen, 120 oder was? Oder ja, so. Ich glaube, das günstigste war 90 Euro, das wären dann 1500 Euro. 1500 Euro für, okay, wir sind 17 Tage jetzt hier. Ne? Ja, aber trotzdem, normalerweise kostet das 300. Aber da kannst du auch auf die Malediven fliegen, das ist einfach total crazy. Jetzt, einen scharfen Kontakt Tipp bekommen, geben. Genau, und der hat uns jetzt einen Wagen hingestellt, so ein Fiat
Fiat Panda ist es, glaube ich. Es war eine kleine Schrottschüssel. Aber ist egal. Der hat uns hier direkt an den Flughafen gestellt und hat gesagt, hey, nimm den Wagen einfach jetzt. Da ist so ein Schloss dran gewesen hier, so ein Teil. Ja. Das haben wir uns den Code bekommen. Ja, dann, das war super easy. Genau, eigentlich ziemlich easy. Und wir fahren jetzt zu ihm nach Pagera. Da hat er nämlich seinen Laden. Ja, und dann gucken wir mal. Also wir haben jetzt schon mal eine Idee. Vielleicht wie gesagt, hat er ja noch ein anderes Auto oder sowas. Ja, meine, vielleicht hat er ja noch ein geileres Auto, auch günstig, ne? Wer weiß. Also von daher kann man das jetzt mal abchecken. Ja, hi. Wie geht's? Gut. Alles geklappt. Alles super geklappt. Oh. Strecken. Ja, schön, besser als in Deutschland. Ja, Deutschland ist nicht so. So 14 Grad. Switchen wir um. Sehr, sehr geil. Oder? Voll happy, das ist so geil mit dem Radio. Überragend. Ich wusste noch, dass wir da noch ein bisschen was rausholen können. Gegen Geld. Aber ist ja egal. Mega cool, dass da jetzt noch ein Fiat Cabrio oder was. Jetzt nach Santa Catalina auf jeden Fall, ne? Ja. Gehen wir mal frühstücken. Boah, ich habe so Hunger, noch nichts gegessen, nichts getrunken. So Kohldampf, Wahnsinn. Ich habe auch richtig Bock jetzt. Ich auch. Ja. Wenn wir jetzt hier drin vloggen, dann haben wir schönes Licht. Ja. Jetzt haben wir gleich kein Licht mehr. So. Ciao. Jetzt haben wir schnell was gegessen. Ne? Das musste jetzt schnell gehen. Ja. Deswegen haben wir ein paar Impressionen gemacht und das war's. Aber noch mehr nicht. Jetzt düsen wir mal schnell zur Finca. Oh, mal. Ich muss mich unbedingt ausruhen. Ich bin so müde. Das ist wirklich echt krass. Ja, völlig durch. Ja, 4 Uhr aufgestanden, 1 Uhr geschlafen. Ist 3 Stunden Schlaf. Ist auf jeden Fall zu wenig. Finally, woo! And I was in shock with the prices of the cars. Crazy. Whoa. It was so crazy. Yeah. The cheapest one was 1,750 euros. Exactly. Unbelievable. Yeah. Yeah. Unbelievable. But now we fixed it. Yeah. Hola. Hi. Hola. 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 If you have a cheaper car, it's okay. Yeah. Okay, I give you back the. Yeah, perfect. Thank you. Gut? Ja.
voll schön. Ja, ne? Worauf hast du denn Lust auf Abendessen? Ja, Tomatensalat auf jeden Fall. Und eine Fanta Lemon. Boah, Fanta holen wir ohne Ende gleich. Ja. Da ist das ganze Auto voller Fanta gleich. Und auf jeden Fall Melone und Erdbeeren. Sollen wir mal losfahren? Dann können wir gleich noch mal ein bisschen hier am Pool chillen oder irgendwas machen. Ja. Zwei Stück. Thank you, bye bye. Thank you, bye bye. Adios. Adios. Gracias. Adios. Im Pool. Und ab nach Hause. Hello. Jetzt haben wir schon gegessen. Wir waren so hungrig und haben vergessen zu vloggen. Das war's für heute von uns erstmal. Tag 1. Wir sind ziemlich müde. Jetzt setze ich mich nochmal schnell dran und versuche das Ganze hier zusammen zu schnibbeln, so dass ihr das auch sehen könnt. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns bis morgen. Morgen sind wir schön am Strand. War ein bisschen Sport morgens. So viel, so weit. Und das war's, oder? Yep. Empty. Ciao, ciao.